Okay, zwar hatte der nicht viel mit meinem Aquaristikkanal zu tun. Das kommt nachher auch noch ein Exotengartenkanal rein, aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen auch hier in diesem Kanal so ein bisschen mal einen Eindruck verleihen, wie das so ein Augenblick aussieht mit der Bananenpflanzenernte, mit die Blätter. Gucken wir uns mal das schöne Teil hier an. Man war schon, glaube ich, bei 3 Meter mittlerweile. Also einen kleinen Eindruck habt, wie sowas aussieht. Hier machen wir auch noch so einen kleinen Schwenker rüber, aber wir werden nachher effektiv hier im Gewächshaus gehen, Foliengewächshaus, und gucken uns mal jetzt genauer das Becken da an, weil wir jetzt optimale Bedingungen haben vom Licht her. Aber was ich euch zeigen wollte, gucken wir uns erstmal jetzt an, kurz, was die Ernte macht vom Kürbis. Dieser Kürbisbaum war für die Ernte nachher zum Herstellen von meinem Garnelenfutter. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist alles Kürbis. Ja, das ist so gesagt der kleine Biotopteich. Knapp 2 Meter tief, 1,80 oder 2 Meter tief. Aber halt aus diversen Gründen nicht mit Kies aufgefüllt. Aber unten bildet sich dann immer so eine kleine Schlammschicht, wie es so sein sollte. Hier die Platte, habe ich ja schon öfters auf meinem anderen Kanal erwähnt, die ist da drin für die Tiere, die sich im Wasser befinden. Na, Frösche können sich drauf ausruhen, etc. Schöne Flachuferzone, dass auch Tiere raus können. Fische habe ich hier nichts Besonderes drin, aber hier sind viele, in diesem Filterbachlauf sind viele Amphibien drin. Da hatte ich schon, also Nattern entdeckt, denn Salamander habe ich schon mal entdeckt gehabt, die sich denn hier befinden. Aber das ist wirklich zum Beispiel, wenn ihr einen Teich habt, kann ich bloß immer dazu sagen, baut noch so einen Filterteich dazu. Ein Bachlauf ist es ja, der ist ungefähr mit Kies aufgeschüttet als Filtermaterial von 1,5 Meter. Und da läuft es ja rein hier, die beiden Vorfilterkammern, und dann läuft es hier durch. Mit diversen Wasserpflanzen aufgefüllt, das Ganze. Und die ziehen dann die Nährstoffe raus aus meinem Teich. Und dadurch habe ich absolut keine Probleme. Und hier tue ich effektiv erstmal, so dass ihr es nicht riechen könnt, das ist ein Geruch vom Feinsten hier. Hier sind denn die Bienen und Hummeln am Tag dran. Das ist schon Wahnsinn. Also wenn ich manche Gärten gucken, so eingerichtet, dann nur Beton und dann alles so ordentlich Rasen, überhaupt keine Blüte drauf und nichts. Also gerade sieht es mal auch nicht so, wenn man so guckt, verwildert aus. Aber es gibt Ecken, die ich hauptsächlich für die Insekten gemacht habe. Und jedes Jahr, finde ich, freue ich mich erstmal selber über die Blüten. Und zweitens tue ich damit immer noch was Gutes von den ganzen Tieren, was hier an Lebewesen drin sind. Ja, jetzt kommen wir aber hauptsächlich zu dem Richtigen, was ich euch ja zeigen wollte. Nochmal mein Outdoor-Becken. Ja, und hier, leider konnte ich es noch nicht filmen. Hier habe ich oft beobachtet. Erstmal kommt hier immer abends eine Fuchsfamilie her, die schlappert hier Wasser raus. Dann kommen Igelchen, die hier dann sich an das Becken hier beköstigen, an das Wasser. Ja, jetzt kommt mal hier, habt ihr die Seerose, die ich hier mal reingesetzt habe. Da kommt schon eine Blüte raus. Die hier kennt ihr ja bestimmt auch. Pflanze aus der Aquaristik. Außer das Einzige, was ich hier vermisse, ist hier mittlerweile die Lotuspflanze.
Und ist natürlich, ihr seht selber, dass jetzt mittlerweile muss man immer so ein bisschen das Gras überall raus machen. Dann hatte ich ja hier so in den Trockenbereich gemacht, hier mit den Outdoor-Kaktus. Dann seht ihr hier die Wand oben. Soll auch so mal mehr oder weniger mal jetzt für nächstes Jahr eine Insektenwand werden, wo die Insekten sich dann wohlfühlen können und ihre Nachwuchs großziehen können. Aber jetzt sehen wir erstmal gleich zu den Becken, was jetzt hier hauptsächlich geht. Ja, das ist hier so gesagt, ich zeige euch das mal von außen. Selbst gebautes Foliengewächshaus, also es war mal ein Teil davon gekauft mit der Tür, das habe ich als selber gebaut. Dann vorher waren hier, seht ihr noch selber, so eine Reißverschlüsse drin, die nach einem halben Jahr oder Jahr nicht mehr funktionieren. Da habe ich mir aus ein paar Dachlatten eine Tür eingebaut. Erstmal ist es besser zum Lüften, zweitens ist es besser zum Arbeiten drin. Sollte ja auch nicht sein, die Gewächshaus ja hauptsächlich für Pflanzen oder Gemüse. Es ging hauptsächlich hier um den ersten Start, muss ich mal hier das wegmachen, die Aquaristik hier drin. Ihr werdet selber euch wundern, also nachts geht hier die Temperatur runter. Hier ist ein Sprudler drin. Solarsprudler, und wir haben jetzt hier eine Temperatur, oh, also auf jeden Fall nicht über 20 Grad drin, also jetzt vom Becken jetzt her. Dann habe ich mir extra hier mein Kescherchen mitgenommen und auch hier auch so ein bisschen mal die Wasserlinsen rauszumachen, dann kriegen wir nachher zum Filmen drinne besseres Licht von außen. Und selber, ihr Gewächshaus ist so gut, es steht nicht in der prallen Sonne. Dadurch hat sich das angeboten. Auch hier hätte ich immer wundert mich, hier war bloß so eine Miniseerose drin. Dann seht ihr hier so diverse Wasserpflanzen oder Wasserpestchen an. Dann habe ich hier noch so eine Tomate reingesetzt, mal, die ich abgeschnitten habe. Aber es sind selber nicht viel Nährstoffe drin. Und als Besatz hatte ich ja hier meine Yellows drin oder habe ich noch drin. Und das Ziel ist ja, so wie es jetzt ist, ohne Filter kommt das direkt in den Keller dann rein. Nicht so, also ich musste Wasser dann ablassen September. Dann werden wir die ganze Sache im Keller weiter beobachten. Anderen sind hier Töpfe drin, Substrat und ein Kies. Und die Töpfe sind im Lehmboden drin. Und ich konnte hier also nichts Negatives jetzt sagen, von Wasserwerte jetzt her oder auch von dem Wasser ohne Filter, das ist kristallklar. Also ist so gesagt mein erstes hundertprozentig gewolltes, richtiges, filterloses Aquarium. Ich habe hier nur nicht dieses Jahr, seit wann habe ich das draußen, aber seit Mai, nicht einmal Wasserwechsel gemacht. Ich kippe nur Regenwasser nach aus der Regentonne. Dann kommen unter anderem ein paar Mückenlarven mit rein. Und so erhalte ich da so ein bisschen die Biologie. Ja. Das wird jetzt natürlich hier mit sauber machen. Noch kurz, dass wir was sehen können. Da muss ich euch sagen, auch das erste Mal. Und die Temperaturunterschied merkt man immer morgens, dass das Becken komplett nass ist von außen. Also dass wir hier schöne Temperaturschwankungen haben, was wir in einem normalen Aquarium ja nicht haben. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, gerade wegen der Temperatur hier. Filmen wir das erste Mal von außen. Ich glaube, es hat so nicht funktioniert gehabt, aber jetzt haben wir das Licht. So ein super cooles Licht. Ja, unter anderem ist das hier immer noch, zeige euch mal, unter anderem habe ich hier noch die Palmen. Welche Palmen? Das sind hier die aus von Griechenland. Die Samen, die ich mal da gesammelt habe. Aber ihr merkt selber, jetzt kriegen sie ja schon, jetzt sind sie ja schon von den Keimblättern weg. Und das kommt langsam. So. Also gehen mal richtig schön ran. Komischerweise, ich hoffe, man sieht es. Ja, ich muss halt dichter rangehen, dann funktioniert das. Vielleicht probiert das ja nochmal mit dem Handy zu filmen. Ich mache es erstmal so und dann mache ich mal noch eine Aufnahme mit dem Handy rein, ob das da besser wird. Ja, wir sehen das hier.
diverse wilde Algen drin, so wie es sein sollte. Hier sind schöne Algen drin. Hier sieht er die Wasserpest, wie sie nach oben kommt. Also, es ist Wahnsinn. Es wird optimale Spiegelung. Man hat wohl gedacht, dass es besser ist. Muss man gucken. Sind natürlich die Garnelen sind, muss ich dazu sagen, weil hier wenig Bewegung ist, dass sie sehr, sehr schreckhaft sind. Muss mal gucken, wenn ich mal anfüttere, ob ich hier mehrere finde. Ich mach mal kurz aus und probiere mal mit dem Handy zu filmen. Ich filme jetzt mal mit dem Handy, aber ich glaube schon mal von der Aufnahme her ist es besser jetzt. Hoppala. Fütter hier mal ab und zu, so ein bisschen Staubfutter mal dazu, aber. Ein bisschen sieht jetzt selber vom Wasserstand hierher, dass ich hier schon wieder so ein bisschen Wasser reinfüllen muss. Und so ein Becken habe ich unten geplant, mal so ein größeres Becken damit. Komplett Natur gelassen, so wie das hier ist, ohne Filter. Und den Sprudler seht ihr jetzt, im Augenblick läuft er nicht. Der läuft ja immer einen Tag, wenn die Sonne mal hier so ein bisschen rüberkommt. Aber ihr seht, es funktioniert einwandfrei hier, das Becken. Ist natürlich, hier glaube ich, haben wir die Lotus. Mal gucken, hier hat die mal eine reingesetzt. Ja. Ja, die ist auch noch da. Die ist hier unter. Hier seht ihr, die ich oben habe, die Lotus, aber halt von der Seite geht hier nicht so hoch. Aber da die, doch hier haben wir sie, da die relativ lichthungrig ist, die Lotus, gehe ich mal von aus, habe ich nicht. Die Temperaturanzeige geht ja auch hier nicht. Ist defekt. Ja, schade ist natürlich, dass ich jetzt hier keine Garnelen großartig sehe im Becken. Aber auf jeden Fall habe ich schon die Lotus, die ich hier sehe, hatte ich eigentlich schon aufgegeben. Oh, hier sehen wir gerade Mückenlarven rumschwimmen. Ist klar, im Wohnzimmer oder im Zimmer oben, wo ich mein Ding habe, will ich die Mückenlarven nicht drin haben. Aber für mich ist das einfach so gesagt auch ein Beweis, dass beide Systeme laufen. Mit Filter kann es läuft und ohne Filter kann das Becken genauso laufen, wenn ihr viel Biomasse drin habt. Unter anderem ist hier Lehm drin, Kies, hinten ein großer Topf mit Lehm. Da hatte ich erst gedacht, na, ob das gut geht. Und hier sehen wir auch eine Garnele drin, schöne Yellow-Garnele, ist Wahnsinn. Ne? Und hier kann nicht passieren, dass hier Tiere reinkrabbeln und dann da reinfallen. Also, ja, und das ist hier alles so ein bisschen nicht gewollt. Ich habe es einfach hier ausgesät. Ich hatte das anders geplant gehabt. Aber man muss immer so ein bisschen Abstriche machen, ne? Ja, und das ist ja hier der, wie heißt ein Hopfen. Und was mich jetzt hier wundert, dass das hier auch so funktioniert, muss ich ein bisschen Wasser einkippen. Das sind auch so alte Aquariumpflanzen, aber da gehen wir später mal genauer drauf ein, wenn ich sie rausnehme. Ich hatte hier auch, glaube ich, mal Bucephalanda drin gehabt. Aber ihr seht selber. Mal gucken, ob man das sehen kann. Das meine ich ja hier. Das ist so gesagt. Da ist ein kleiner Heuhüpfer. Ja, man könnte jetzt, wenn der Sommer einfach länger wäre, wenn man hier so gesagt im Mittelmeerraum leben würde, könnte ich hier so ein richtig schönes Biotop machen. Hier kommt dann nächstes Jahr ein Becken hin. Von da nach da, das bleibt dann drinnen, das wird dann, muss ich gucken, ob ich das mit Solarakkus denn im Winter betreibe, dass es dann ab einer gewissen Temperatur bewärmt wird. Und das sollen reine Biotopbecken dann auch werden. Lehmboden rein, denn so eine Wasserpest rein, Lotuspflanzen, aber da bin ich noch nicht so raus oder im Augenblick mit Gedanken, welche Pflanzen ich denn dafür nehme, ob ich da Richtung einheimische Pflanzen, Wasserpflanzen gehe oder doch lieber im südlichen Bereich reingehe und einfach so schaue, wie eigentlich unsere Wasserpflanzen in einem Aquarium, die wir pflegen, wie die sich verändern, wenn sie hier draußen sind, hauptsächlich mit Sonnenlicht, ihr seht das. Aber für mich ist das hier eine Erfahrung her, wo ich sage, okay, funktioniert einwandfrei. Ne? Also ist natürlich immer, manche Sachen sind blöd hier immer mit den blöden Wasserlinsen,
Aber auch Wasserlinsen, seht ihr ja selber, die haben hier irgendwo so ein bisschen da Rechnung. Und eine Wasserlinse, finde ich, ist immer auch ein schöner Indikator für euer Nährstoffgehalt im Wasser. Und ihr seht ja schon allein auch an der Tomatenpflanze, die ist hell. Hier sehen wir, welche Blätter sind relativ grün und hier sind sie hell. Und hier seht ihr aber, die Wurzeln hat sie also genug. Und wenn die so hell sind wie hier, haben wir hier einen effektiven Nährstoffmangel drinne im Becken. Aber ich mache hier keine Nährstoffe rein. Und jetzt soll hier so gesagt genannt mein Biotopbecken werden, oder ist es so ja? Ich bin selber überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so funktioniert drinne. Und hier wollte ich eigentlich dann mehr so Rankenpflanzen, so gut, okay, der Hopfen, der passt für unsere Region hier drinnen, den ich habe, den wilden Hopfen, der sich hier hochrangelt. Denn wenn ich jetzt hier anfange mit südländischen Pflanzen, ihr seht es, hier habe ich ja die Kakteenecke. Mittlerweile, jetzt haben wir ja auch von hier aus die Sonne nicht mehr, weil da so ein Busch drin ist. Okay, für die Kakteen ist es natürlich nicht optimal, aber wenn ich hier so stehe, also ich kann euch sagen, ich stehe hier ohne Oberhemd drinne, also nur mit einer kurzen Hose und mir läuft der Schweiß runter. Ich schätze, Temperatur haben wir hier 30 Grad, garantiert jetzt schon drinne. Aber trotz allem, ihr seht es selber, wie das Becken noch kalt ist, wie das beschlägt. Aber ich schätze, dass auch viel die Kühlung der, weil ja Pflanzen hier drinne sind, dass die dann auch halt viel die Kühlung mit, bei der Kühlung mit beitragen. Wenn man viele Pflanzen hat, weiß man ja, dass die dann halt wie eine Klimaanlage wirken kann. Auch eine Wohnung sind Pflanzen, Zimmerpflanzen immer optimal. Die wirken da so ein bisschen wie Klimaanlage drin durch die Verdunstung. Ja, ich werde hier noch so ein bisschen arbeiten. Und eigentlich war ja ein anderes Video geplant, aber wie soll ich sagen, das ist hier einfach jetzt vom Wetter jetzt her. Wir haben jetzt Juli, Mitte Juli, anderthalb Monate. September ist dann auch noch so ein bisschen. September kommt das Becken runter und dort möchte ich aber nicht mit einer separaten Lichtquelle arbeiten, was hier rüberkommt. Also soll normale Beleuchtung sein. Deswegen habe ich es ja unten ausprobiert mit den Wasserpflanzen. In die Bottiche hier krabbelt da auch gerade was. Wenn man hier den ganzen Tag so mal so sitzt mit dem Stühlchen davor, finde ich wie am Teich. Man entdeckt, seht ihr, das ist eine Garnele, die frisst jetzt hier am Stamm. Man entdeckt so viele Tiere im Teich, ne, an Würmer, Tiere. Aber man muss sich halt immer so ein bisschen ruhig verhalten bei dem Becken, also beim Teich. Und dann habt ihr da so ein bisschen Einblicke in die Natur, und wichtig ist auch immer ein Teich. Oh, das muss ich gleich mal verschluckt mich, dass ihr hier viel Begrünung habt für die Wasseroberfläche. Ne? Das ist sehr wichtig. Habt ihr mal meinen großen Teich gesehen mit der Seerose? Gerade ein Teich sollte auch nie in voller Sonne stehen. Der sollte auf jeden Fall die Hälfte vom Tag beschattet sein, dass er funktioniert, einwandfrei funktioniert. Ansonsten so ein bisschen beschattigten Bereich, wo ein bisschen schattig ist im Teich. Ansonsten knallen können euch schon, wenn ihr nicht einen großen tiefen Teich habt, so wie ich, die Temperaturen mal schnell auf 30 Grad hochgehen. Ja, mit diesen Bildern werde ich mich mal so ein bisschen verabschieden bei euch. Ich gucke mal nochmal hier kurz durch. Nicht, dass ich euch da irgendwas nicht zeige. Ja, interessant ist es ja mal vielleicht so eine doch für abends mal eine Beleuchtung rüber zu machen und dann mal gucken. Ja? Fisch halt mit Absicht nicht reingesetzt, weil ich ja nicht weiß, ich wusste habe, wie hoch jetzt im Sommer die Temperatur geht, ob die das mitmachen. Und die Yellows, die machen das relativ gut mit, aber ich kann euch beruhigen hier, die Temperatur geht nicht höher als 24, 25 Grad. Ne? Ja, jetzt werde ich Wasser einfüllen und dann werde ich das Video schneiden. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. So wie es aussieht, wird Samstag, Sonntag kein Video kommen. Aber weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube nicht. Da muss ich so ein bisschen meine Ruhephase einleiten und das schöne Wetter genießen. Also, ciao.